willkommen heißen zu dem ersten Vortrag aus der jetzt startenden Vortragsreihe Ursprung des Lebens von den Junioren des Deutschen des Förderkollegiums. Als erstes würde ich gerne einmal mit Housekeeping sozusagen anfangen. Wir sind jetzt gleich live auf YouTube zu sehen. Deshalb, wer nicht sichtbar sein will und nicht gehört werden will, bitte stumm schalten und auch die Kamera ausmachen. Wer gerne mit sichtbar sein darf, darf es natürlich auch gerne weiter anlassen. Damit ein herzliches Willkommen nochmal. Die Vortragsreihe Ursprung des Lebens steht unter dem Motto Junge Forschung für jedermann. Wir wollen die Chance hier nutzen, aus dem Netzwerk Emergence of Life Vorträge und Forschung Ihnen vorzustellen. In dem Netzwerk Emergence of Life versuchen verschiedene Forscher aus verschiedenen Fachrichtungen, also interdisziplinär, den Ursprung des Lebens zu verstehen und zu verstehen, wie das Leben wirklich ursprünglich entstanden ist. Dementsprechend präsentieren jetzt in dieser Vortragsreihe immer verschiedene Doktorandinnen ihre Arbeit. Auch heute haben wir dazu zwei Doktorandinnen eingeladen, die hier ihre Arbeit vorstellen. Und an dieser Stelle schon mal ein herzliches Willkommen an Christina Springsklee und Carsten Donau. Schön, dass ihr beide dabei seid. Jetzt will ich noch einmal kurz einen technischen Hinweis geben. Ich würde alle bitten, sich stumm zu schalten, einfach, dass wir kein Echo oder andere Nebengeräusche haben. Und später dann in der Fragesektion würde ich Sie bitten, die Hand zu heben, sobald Sie gerne eine Frage stellen würden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, auf YouTube Fragen zu stellen. Auch das habe ich neben mir stehen und werde da immer wieder so zur Seite schauen, um die Fragen zu lesen und diese auch mit einzubringen. Jetzt nach dem Technischen nochmal, wie gesagt, ein herzliches Willkommen und eine Begrüßung in ja, diesem doch sehr besonderen Format. Ich möchte alle Mitglieder des Freundeskreises hier in Google Meets begrüßen, aber auch alle auf YouTube. Und ich sehe, dass wir schon bei knapp 100 Leuten im Livestream sind, was mich sehr freut. Deshalb auch ein herzliches Willkommen an alle da draußen sozusagen. Ganz besonders möchte ich noch ein paar Leute begrüßen. Einmal unseren Vorstand. Ich habe gesehen, Frau Dr. Rojan ist hier mit dabei. Freut mich sehr. Und ich glaube auch, Herrn Skogstad und Herrn Dittler gesehen zu haben. Deswegen herzliches Willkommen auch an dieser Stelle. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an Isolde Wördehoff, einer unserer Ehrenmitglieder. Freut mich sehr, dass hier so viele Mitglieder von uns mit dabei sind. Wie am Anfang schon erwähnt, wir werden heute zwei Vorträge hören und es wird jeweils nach dem Vortrag eine kurze Diskussionsrunde geben, die wiederum ich moderieren werde. Ich werde auf den verschiedenen Kanälen Fragen zulassen und die dann direkt weitergeben an unsere Präsentatoren. Und dann wird es auch abschließend nochmal eine kurze Möglichkeit für Fragen geben. Vielleicht kam dann auch erst im Nachgang nochmal eine Frage und deswegen auch am Schluss nochmal die Möglichkeit. Jetzt will ich direkt an unseren ersten Vortrag übergeben. Der erste Vortrag kommt von Christina Springsklee. Sie promoviert in experimenteller Vulkanologie an der LMU in der Arbeitsgruppe von Dr. Bettina Scheu. Und sie erzeugt kleine Vulkanausbrüche, um in der Aschefahne dann die erzeugten Blitze zu untersuchen. Mit der Nachbildung dieses Phänomens versucht sie, wie Blitze früher oder damals die Reaktion angetrieben haben könnten, die die grundlegende Zukunft für das heutige Leben gebildet haben oder haben könnten. Und nachdem ich mich nicht auskenne, gebe ich direkt das Wort
an Christina. Vielen Dank, dass du heute vorstellst und bitteschön. Ja, hallo, einmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich mein Projekt ein wenig vorstellen darf. Ich werde jetzt einfach mal die Präsentation starten. So, ich hoffe, man sieht es. So, und damit möchte ich alle sehr herzlich willkommen heißen und bedanke mich dafür, dass ich mein Projekt ein wenig vorstellen darf. Wie schon gesagt wurde, dies ist ein interdisziplinärer Ansatz. Sowohl das Department für Erd- und Umweltwissenschaften von der LMU München ist daran beteiligt, als auch der Lehrstuhl für Biochemie von der TUM. Und das Ganze findet halt statt im Rahmen vom Emergence of Life, dem CRC Emergence of Life, welches versucht, durch verschiedene Projekte experimentell verschiedene Prozesse zur Entstehung des Lebens nachzustellen und somit der Entstehung des Lebens auf unserem Planeten ein wenig auf die Spur zu kommen. Warum interessieren uns eigentlich Vulkane? Und wie man hier auf diesem Bild schon bereits sehen kann, bei Vulkanen, da denken wir direkt an Aschefontänen, an Blitze, an Lava, an Eruptionen. Und man sieht an Vulkanen, unser Planet, der lebt, der ist noch aktiv, der befindet sich noch nicht in dem Sinne als erstarrter Körper im Gleichgewicht. Und diese Bedingung des Nicht-Gleichgewichts ist essentiell eigentlich bei der Entstehung des Lebens. Also auf dieses System müssen wir zurückgreifen, wenn wir verstehen wollen, wieso überhaupt Leben entstanden sein kann. Uns interessiert dabei insbesondere die Eruptionssäule. Und hier habe ich jetzt einmal eine kleine Skizze, die verdeutlichen soll, wovon ich hier eigentlich rede, wenn ich Eruptionssäule sage. Und zwar einmal wird das heiße Gas, die glasigen Partikel, Gesteinsfragmente und die Asche aus dem Vulkanschlot auseruptiert in der Gasschubregion. Dort wird es beschleunigt und saugt kalte Umgebungsluft ein. Diese wird daraufhin erhitzt. Durch die Erhitzung der Umgebungsluft haben wir einen gewissen Auftrieb. Damit sind wir in der im konvektiven Teil der Eruptionssäule. Der Auftrieb lässt die Eruptionssäule weiter aufsteigen, bis wir dann in dieser Umbrella-Region sind, wo sich dann die Asche und die gesamte Eruptionssäule, die Dichte im Gleichgewicht mit der Umgebungsluft, also die Dichte befindet sich im Gleichgewicht mit der Umgebungsluft und kann sich darum lateral ausbreiten. Wir wollen uns insbesondere diese Eruptionsgewitter anschauen, die wir gerade auf dem Bildschirm gesehen haben, die einmal in diesem konvektiven Teil der Eruptionssäule stattfinden können, als auch am Vulkan Schlot. Und hier haben wir ein Video von Corrado Cimarelli, einem Wissenschaftler an unserem Institut, der sich sehr mit dem Volcanic Lightning auseinandergesetzt hat. Und hier haben wir ein Hochgeschwindigkeitsvideo, das hat er auf YouTube hochgestellt. Und da können wir den Vulkan Sakurajima sehen und können halt ein Volcanic Lightning, einen Blitz sehen. Man sieht bereits, obwohl sich die Eruptionssäule nicht zu bewegen scheint, weil es halt ein Highspeed-Video ist, in diesen wenigen Millisekunden ist halt der Blitz geschehen. Das war ein Blitz, der war mehr im konvektiven Teil der Eruptionssäule. Und wir wollen uns eigentlich damit beschäftigen, mit den Eruptionsgewittern, die halt mehr in der Nähe vom Vulkanschlot stattfinden. Wie schon verraten, es gibt zwei Mechanismen, die eigentlich dafür maßgeblich verantwortlich sind, dass wir kleine Eruptionsgewitter eben in dieser Vulkanschlotnähe sehen können. Das ist einmal die Tripoelektrifizierung. Dort haben wir Körnchen unterschiedlicher Größe, die aufeinander klatschen, also aufeinandertreffen. Durch diesen Austausch werden halt Elektronen, die sich im Highspin-State befinden, ausgetauscht. Und wir, das große Korn hat halt eine große Oberfläche, kann also viele Elektronen abgeben. Das kleine Korn hat eine kleine Oberfläche. Und so mit der Zeit, mit den Kollisionen, wird halt das große Korn relativ positiv geladen, sowie das kleine Korn relativ negativ geladen wird. Also wir haben den Aufbau von Ladung, was natürlich erstmal für einen Blitz maßgeblich ist. Der zweite Mechanismus, der zur Aufladung der Aschewolke beiträgt, ist die Fraktoremission. Da haben wir einen spröden Bruch. Dabei werden kleine Partikel frei, sodass sich der eine Teil des Korns sowohl positiv als auch der andere Teil negativ auflädt, gleich stark, aber entgegengesetzt. Und somit haben wir einmal einen Ladungsaufbau. Und wenn wir dann einen Threshold, einen Schwellenwert erreicht haben,
dass die Spannung groß genug ist, ja dann laufen halt Elektronen und wir haben halt unseren Blitz. Warum interessieren uns eigentlich diese Blitze an Vulkanen so sehr? Warum ist das entscheidend für die Entstehung des Lebens oder warum glauben wir, dass das entscheidend für die Entstehung des Lebens sein kann? Da gibt es diese sehr ikonischen und sehr prominenten, berühmten Experimente von Miller und Urey aus dem Jahr 1953 beziehungsweise 1953 wurde das Paper dazu veröffentlicht. Und hier haben wir eine kleine eine kleine Skizze, die verdeutlichen soll, was in diesen Experimenten eigentlich passiert ist. Wir haben hier einen Kolben, der ist mit Wasser gefüllt. Der wird einer Hitzequelle ausgesetzt, sodass Wasserdampf aufsteigt. Dann wird dieser Wasserdampf gemischt mit einer Gaszusammensetzung, die damals als die repräsentative Uratmosphäre angesehen wurde, das eine stark reduzierende Atmosphäre ist. Sie besteht aus Methan, Ammoniak und Wasserstoff. Das wird in einen anderen Kolben geführt. Und an diesem Kolben sind zwar Elektroden angeschlossen, die an Spannung angelegt sind, sodass wir einen Funken haben. Das ganze Gemisch wird dann gekühlt und beprobt. Und hier sehen wir das Chromatogramm und wir können erkennen, Miller hat damals aus anorganischen Phasen, konnte er Organik herstellen. Also wir sehen, er hat Aminosäuren detektiert in seiner Probe. Das war natürlich bahnbrechend und es ist unglaublich, dass er eigentlich aus diesen anorganischen Komponenten etwas Organisches herstellen konnte. Damals hat man eben geglaubt, die Uratmosphäre ist sehr reduzierend. Diese Ansicht wurde geändert. Und uns als Geologen interessiert jetzt natürlich, wo kann ein geologisches Setting sein? Wo kann eine Umwelt sein, wo wir diese Reaktion eventuell in unserer Umwelt haben? Wie kann man diese Komponenten aufkonzentrieren, sodass sie dazu beitragen, die Entstehung des Lebens eigentlich voranzutreiben? Also wo ist dieses Experiment denkbar? Und da denken wir natürlich an das Volcanic Lightning, an dieses vulkanische Eruptionsgewitter in unserer Eruptionssäule. Für uns ist außerdem entscheidend, dass in dieser Eruptionssäule auch die Aschen vorhanden sind, die als katalytische Reaktoren vielleicht reagieren können oder auch unsere Phasen aufkonzentrieren können, also dass an der Oberfläche die Komponenten akkumulieren und aufkonzentriert werden. Wenn ich dann sage, das Probenmaterial ist für uns von besonderem Interesse, dann natürlich, welches Probenmaterial verwenden wir? Wir verwenden drei, weil wir möchten natürlich sehen, die Mechanismen, die zu unseren Blitzen führen, sind die auf das Probenmaterial zurückzuführen oder auch nicht? Oder welche Parameter des Probenmaterials beeinflussen unsere Blitze wie? Für unsere präbiotische Synthese verwenden wir vornehmlich den Toleit. Das ist ein primitiver Basalt, ein sehr eisenreicher Basalt, der ist sehr glasig. Wir waren 2019 in Island und haben das Material eingesammelt. Und ebenso wie man die Uratmosphäre sich da heutzutage anders vorstellen muss, also die Uratmosphäre war anders als die heutige Atmosphäre, so war auch das an der Oberfläche anliegende Gestein damals anders, wie es war vornehmlich eigentlich basaltisch. Darum sind wir auf diesen Basalt zurückgekommen, damit wir das Material mit etwas weniger kompliziertem vergleichen können, weil in dem Basalt haben wir Kristalle, Glas, Verunreinigungen, Erzphasen. Nehmen wir diese Kalknatron-Glasperlen, die können wir industriell kaufen. Die sind synthetisch hergestellt, die haben keine Porosität, die sind perfekt sphärisch. Also damit können wir nur den reinen Effekt der Partikel auf unsere Entladungen untersuchen. Weil wir dann noch ein zweites natürliches Material eigentlich verwenden wollten, nehmen wir den Laacher Seebims. Der ist vor circa 13.000 Jahren eruptiert, hier in Deutschland in der Eifel und ist damit unser drittes Probenmaterial. Wie wollen wir das Ganze jetzt eigentlich nachstellen? Das hier ist eine schematische Skizze, wie mein Aufbau aussieht. Und da sind ein paar Fotografien dazu, damit man sich das ein wenig besser vorstellen kann. Und hier, dieses Gerät hier auf dem Foto, das ist eigentlich unser Vulkan. Dieser Particle Collector Tank, also dieser Gastank, stellt unsere Atmosphäre dar. Da haben wir auch ein Manometer, um den Druck zu bestimmen. Und das hier unten, das ist eigentlich unser Vulkan. Hier haben wir die Probenkammer, also unsere Magmenkammer. Hier haben wir Berstscheibenhalter. Über diese Kammern können wir Druck anlegen. Das machen wir mit dieser Pressure Control Unit, welche hier auf dem Foto zu sehen ist. Und dann lassen wir halt die Masse, unsere Probe eruptieren durch diese Öffnung heraus. Und das tritt dann in meine Gaskammer ein. Das können wir durch diese Glasscheibe gut beobachten und auch mit einer Highspeed-Kamera wieder aufnehmen. Hier diese Öffnung, wo das Material herauskommt, das nennen wir die Nozzle. Und die wird gleich auch noch auf dem Video zu sehen sein. Also so groß kann man sich das Ganze vorstellen.
über so eine partielle Gasdruckmischanlage können wir dann halt erstmal Gase zuführen und auch die Uratmosphäre damit nachmachen. Wir wollen das Ganze natürlich nicht nur ansehen und in einer Kamera beobachten, sondern damit wir auch die Entladungen messen können, ist das Ganze als Faraday-Käfig umgebaut worden. Es befindet sich auf Rollen und ist damit vom Boden isoliert, so wie die Kammer von meinem Vulkan isoliert ist, sodass alle Entladungen einmal über einen bekannten Widerstand über den Computer, der die Daten aufnimmt, läuft. Und so können wir die Signale halt messen und quantifizieren. So sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir einmal zwei Experimente unter denselben experimentellen Konditionen. Wir haben einen Toleit, also diesen Basalt, diesen eisenreichen Basalt, die gleiche Menge, der gleiche Druck und die gleiche Korngrößenzusammensetzung und einmal hier in Luft. Wir sehen hier die Nozzle und einen Hintergrund, der ist schwarz-weiß. Einfach nur die Gasphase, die wir gleich sehen, die sieht man besser im schwarzen Hintergrund, und ein schwarzen basaltisches Gestein, das sehe ich besser auf dem hellen Hintergrund. Hier eruptiert erst die Gasphase. Und gleich kommt das dunkle Material und wir sehen die ersten Blitze. Also in einer rezenten Atmosphäre, wir können die vulkanischen Blitze nachstellen. Das ist nicht so schwierig. Jetzt wollen wir sehen, gibt es diese Entladungen überhaupt auch in einer anderen, in einer weniger oxidierenden Atmosphäre? Und daher dieselben experimentellen Bedingungen, dasselbe Material, nur jetzt in reiner CO2-Atmosphäre. Wir sehen wieder erst die Gasphase. Hier ist wieder die Nozzle zu erkennen, auch unten. Das Gas tritt aus und gleich gefolgt die Partikel. Und man kann sehen, man kann es nicht so deutlich wie im anderen Video sehen, aber dieses Glitzern zwischen den Partikeln, wir können Blitze auch in einer nicht oxischen Atmosphäre nachstellen. Also wir können auch in anderen Atmosphären diesen Effekt des Volcanic Lightning nachstellen. Das ist ja schon mal schön und gut. Das heißt also, unsere Idee ist jetzt nicht total von der Hand zu weisen. Und darum möchte ich einmal vorstellen, wie diese drei Materialien, die wir beprobt haben, wie die sich verhalten. Hier haben wir eine Abbildung. Auf der Y-Achse sehen wir die Entladung, die Stärke der Entladung in Nanocoulomb. Und es ist bereits aus vorherigen Studien bekannt, dass halt die Masse, der Feinkornanteil und der Druck in einer linearen Beziehung zur absoluten Entladung in Nanocoulomb besteht, also dass da eine lineare Abhängigkeit besteht. Also je mehr Masse ich eruptieren lasse, desto stärker sind die Blitze. Genauso je mehr Druck ich lege, desto stärker sind die Blitze. Und wir sehen, alle drei Materialien zeigen eigentlich diesen linearen Zusammenhang, nur in unterschiedlichen Variationen. So sieht das Ganze in Luft aus. Jetzt will ich mich ein wenig weiter auf den Lacher Seebims konzentrieren, weil hier haben wir dieselbe Darstellung, mehrere Versuche in Luft. Wir haben die Entladungen wieder auf der Y-Achse in Nanocoulomb und unten ein Faktor aus Masse, Feinkorn und Druck. Und so sieht das Ganze in Luft aus. Und jetzt ist natürlich für unsere präbiotische Synthese wichtig oder interessant, beeinflussen dieselben Parameter die Stärke meiner Entladungen? Ist die Intensität ähnlich stark? Und wenn man dann sieht, was die Experimente bisher zeigen, ja, es verhält sich ähnlich. Dieselben Parameter beeinflussen unser Verhalten. Und bis jetzt kann man auch sagen, die Intensität ist ähnlich stark. Sodass, wenn wir heute noch Reaktionen in unserer Atmosphäre durch Entladungen haben, so kann man eventuell auch annehmen, dass es in einer CO2-Atmosphäre zu ähnlichen Reaktionen kommen kann. Also möchte ich zum Fazit kommen. Vulkanische Entladungen sind nicht nur in der heutigen rezenten Luft zu beobachten, sondern auch durchaus in anderen Atmosphären möglich. Und damit bietet natürlich diese vulkanische Eruption eine potenzielle Umwelt und eine Energiequelle für diese präbiotische Synthese. Die Asche wird einen ganz bedeutenden Einfluss bei dieser präbiotischen Synthese haben, aber den muss ich noch in meinem Projekt weiter evaluieren und quantifizieren. Durch die Vielfalt, die wir aber auch an vulkanischen Gasen in unserem Plumen haben, wird natürlich die Auswahl an Reaktanten deutlich erhöht und wir können viel, viel mehr Gasvariationen testen und von ganz wenig oxidierenden Bedingungen zu oxidierenderen Bedingungen testen, welche Moleküle potenziell in unserer Umwelt geschaffen werden könnten. Genau, und damit würde ich mich dann bedanken, also fürs Zuhören bedanken und ja, bin bereit für Fragen. Moment.
Ja, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Wie ich finde, super spannend. Und ja, jetzt würde ich einmal hier in die Runde schauen, ob es bereits Fragen gibt und gerne hier die Bühne für jeden geben, der noch was wissen will. Frau Dr. Royan, sehe ich, hat die Hand Genau. gehoben. Erstmal ganz herzlichen Dank für den super Vortrag. Ich verstehe nichts davon, aber ich finde es einfach super spannend. Meine Frage ist, Sie sind jetzt ja mittendrin in den ganzen Experimentierphasen. Wann meinen Sie, dass Sie zu einem Abschluss kommen? Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, da kann man immer, immer weiter forschen. Wir haben ja bis jetzt erstmal Gaskomposition N2 und CO2 getestet, weil das jetzt erstmal das Einfachste war und wir den Aufbau bauen mussten. Aber man kann ja noch Wasserstoff, CO, also CO wird das nächste Gas sein. Und dann wollen wir natürlich die Gasphase beproben. Wir wollen die Partikel beproben. Wir wollen den Feinstaub beproben. Wir wollen sehen, ob das, was in der Gasphase ist, wasserlöslich ist und damit überarbeiten. Also ich glaube, zum Abschluss wird man damit niemals wirklich kommen. Ich glaube, das ist nicht sehr befriedigend, die Antwort. Das ist jedenfalls die naturwissenschaftliche Antwort. Wir Juristen haben ja immer gerne den Punkt A bis Z und dann, wann ist Ende, wo ist der Abschluss? Aber ganz klar, Naturwissenschaften, die Forschung hört nie auf und ja, kann ich nur viel, viel Erfolg und viele tolle Ergebnisse wünschen. Vielen lieben Dank. Jetzt forschst du über künstliche Vulkane. Hast du denn selbst schon mal live einen Vulkan gesehen oder ausbrechen sehen? Nee, ausbrechen habe ich noch nicht gesehen, aber 2019, um halt das Material zu holen und zu sammeln, sind wir dann halt alle zusammen nach Island gefahren und dort haben wir halt aktive hydrothermale Felder gesehen. Aber ausbrechen habe ich einen noch nicht gesehen. Also nein. Ja gut, ich schaue jetzt gerade noch mal in den YouTube-Chat. Auch da gibt es die Möglichkeit für Fragen. Die gebe ich dann gerne weiter. Aber wir haben auch hier in Google Meets noch mal eine Handmeldung. Ich glaube, das ist der Philipp, wenn ich mich nicht täusche. Ja, richtig. Zuerst einmal, Christina, danke für den Vortrag. Sehr, sehr interessant. Ich muss mich ähnlich wie die Frau Rohrern auch als Laie outen und wollte jetzt nochmal nachfragen, ob denn die Entstehung der Atmosphäre sich zu 100% auf die Vulkanausbrüche zurückführen lässt oder ob es da auch noch andere Mechanismen gab, die dazu geführt haben. Der erste Teil. Und der zweite Teil, wurden alle Bestandteile, die sich jetzt in unserer Atmosphäre befinden, durch diese Vulkanausbrüche erzeugt, also Sauerstoff, Stickstoff und so weiter, oder kam das erst im Nachhinein? Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar eigentlich, die Atmosphären entstanden ja dadurch, irgendwann ist ja unsere Erde mal akkretiert. Also sie ist aus vielen Partikeln hat sich eine Akkretionsscheibe gebildet und dann ist das zusammengeschmolzen. Also ich erkläre das, also sag das jetzt mal so salopp. Und dann hatten wir halt einen Magma-Ozean und dann sind die ganzen Gase entgast. Es gab dann eine primäre und eine sekundäre Atmosphäre und die erste Atmosphäre, man nimmt heute an, auch weil man die Sauerstofffugazität des Erdmantels annimmt, dass halt die Gase, die entgast sind, vornehmlich CO2 beispielsweise und Stickstoff waren. Also heutzutage nimmt man an, dass die Uratmosphäre der ähnlich der unseren ist, nur nicht oxidiert. Und halt, was auch wissenschaftlich belegt ist, dass so um 2,3 Milliarden Jahren vor unserer Zeit quasi das Great Oxidation Event stattfand, wo dann zum ersten Mal freier Sauerstoff verfügbar war in unserer Atmosphäre. Da sieht man so eine Kurve ansteigen und das sieht man auch in Paläoböden oder den Banded Iron Formation, den BIFs, dass zum ersten Mal freier Sauerstoff eigentlich verfügbar war. Und das wird dann halt auf biologische Aktivität schon auf so Cyanobakterien zurückgeführt. Also
Ja, die Atmosphäre befindet sich immer im Wandel und hat sich auch viel entwickelt. Und Vulkane spielen einen Einfluss, aber auch die Entgasungen, die frühzeitlichen Entgasungen sind dabei, ja, ich weiß nicht, ob man das direkt Vulkanismus nennen kann. Das ist ja mal so eine Definitionsfrage. Aber so in etwa kann man sich das vielleicht ein bisschen verkürzt vorstellen. Dankeschön. Dann schaue ich einmal als nächstes auf YouTube. Wir haben hier die Frage, kann man sagen, dass Energie in Form von Blitzen die unbelebte Materie dementsprechend richtig wachgerüttelt hat? Heutzutage ist es auch noch so, dass wir beispielsweise Stickstofffixierung, also das Aufbrechen von N2, um es bioverfügbar machen, in unseren atmosphärischen Blitzen sehen können, weil eine große Energie benötigt wird, um das aufzubrechen. Also um N2 und O2 zu NO zu machen, ist beispielsweise ein Blitz, kann das machen. Heutzutage, wo wir Mikroorganismen haben, passiert das meistens mikrobiell, also das ist nicht mehr, wir sind nicht mehr darauf angewiesen. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, welche Prozesse damals maßgeblich unsere Erde wachgerüttelt haben. Ich glaube, da sind viele Meinungen zu. Beispielsweise, es gibt ja auch Meteoriteneinschläge, also wo auch große Energiemengen oder normale Radiation, also Strahlung allein. Also ich glaube, das ist noch sehr schwer zu sagen, welche Energiequelle jetzt eigentlich maßgeblich entscheidend war. Wir wollen daher uns auf eine Quelle mal konzentrieren und erstmal gucken, was ist denn da so möglich? Weil, wie gesagt, wir sind eine riesige Arbeitsgruppe, jeder guckt sich einen anderen Aspekt an. Da gibt es auch noch andere Quellen, also wie Beispiel Black Smokers, also hydrothermale Vents, wo wir sagen, da haben wir auch ein Energiegefälle und einen Austausch. Aber jeder guckt sich halt einen Bereich an und wir hoffen, dass man das halt so zusammenbringen kann. Perfekt, vielen Dank. Jetzt kommt, was für mich aussieht wie eine echte Fachfrage. Wie sieht es denn mit Apatiten und Vulkanen aus? Funktioniert das ähnlich wie bei den Toleiten? Und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also ein Apatit ist ja ein Mineral und ein Toleit ist ja ein Gestein, also ein Mineralverbund. Darum bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie ich die Frage verstehen darf. Dann gebe ich das mal an Science Sunday Official weiter und hoffe, dass wir später nochmal eine neue Formulierung vielleicht der Frage stellen können. Und würde hier einmal zur nächsten Frage gehen. Ist die Temperatur in der Eruptionssäule nicht etwas hoch, um Leben entstehen zu lassen? Das ist eine interessante Frage. Da würde ich, glaube ich, mich eher auf die Biochemiker berufen und die fragen, was sie dazu sagen. Ich meine, man kann nur sagen, es finden chemische Reaktionen statt und man muss halt untersuchen, genau welche. Es ist ja nicht direkt, dass da Leben stattfindet, sondern organische Moleküle. Also da würde ich aber, das muss man halt erforschen und schauen und auch, also da glaube ich, da wissen die Biochemiker dann besser Bescheid, welche Komponenten bis wann wie stabil sind. Okay, vielen Dank. Und dann hier die nächste Frage. Energie, Masse, Physik sind Zutaten wie für einen Koch das Rezept. Das Nachkochen ist sicher nicht einfach. Wie seht ihr das? Ist das Entstehen des Lebens eine logische Notwendigkeit oder ist es Zufall? Gut, das ist aber schon sehr philosophisch. Also, buh, ich glaube, da gibt es auch in unserer Arbeitsgruppe wahrscheinlich schon viele unterschiedliche Ideen zu, wie gesagt, also maßgeblich, ich glaube, was Konsens ist, ist eigentlich, dass dieses Disequilibrium, also diese Ungleichgewichtsbedingungen maßgeblich waren und ob es dann eine Notwendigkeit war oder eine Bedingung, ich glaube, da möchte ich mich nicht jetzt festlegen. Aber vielen Dank für den Versuch und die Einschätzung. Jetzt schaue ich gerade nochmal hier in Google Meets, ob sich da nochmal eine Hand hebt. Aber das ist aktuell nicht der Fall.
Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank nochmal, Christina, für den super Vortrag. Ja, vielen Dank, dass wir das ein bisschen vorstellen dürfen. Ja, doch, sehr gerne. Und dann würde ich auch direkt zu der zweiten Präsentation übergehen und würde da gerne den Carsten Donau vorstellen. Er promoviert in supramolekularer Chemie an der TU München in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Job Böckhofen. Und er befasst sich mit winzigen, wässrigen Tropfen, die aus RNA und Proteinen bestehen und mit Hilfe eines chemischen Treibstoffs sozusagen am Leben gehalten werden. Und seine Forschung gibt uns Einblicke in einmal ähnliche Tropfen in unseren heutigen Zellen, aber auch in Modelle möglicher erster, also ursprünglicher Zellen. Und mit der Einführung würde ich gleich gerne einfach direkt das Wort übergeben. Carsten, vielen Dank, dass du dabei bist und uns deine Forschung vorstellst. So, vielen Dank. Sieht man das im Bildschirm? Hallo? Ich sehe einiges nicken, bei mir lädt es noch, aber nachdem einige nicken, glaube ich, dass man es sieht. Ihr hört mich, ja? Ja. Okay, ja, dann vielen Dank für die nette Einleitung. Ja, ich bin Carsten, ich bin eben Chemiker und ja, auch ich befasse mich mit der Fragestellung Ursprung des Lebens und zumindest Teile der Arbeit deswegen zeige ich euch, was ich so mache. Prinzipiell Fragen, was ist Leben, wie ist es entstanden, sind wir alleine? Sind Fragen, die wir uns seit langer Zeit stellen. Ich glaube, dieses Bild zeigt ganz gut, warum das so komplex ist. Und aus naturwissenschaftlicher Sicht könnte man zum Beispiel sich überlegen, wie Sterne und wie Planeten entstehen. Oder wenn wir bei der Erde sind, wie ist die Kruste entstanden? Wie ist Wasser auf die Erde gekommen? Vulkanisierung haben wir gerade gehabt. Oder vielleicht auch auf molekularer Ebene. Ja? Wie haben sich einfache Moleküle immer weiter zu komplexeren Systemen entwickelt? Und generell gibt es ja so diesen Zeitstrahl, der mittlerweile relativ gut akzeptiert ist. Also wir Menschen sind hier, Urformen davon gibt es seit etwa 100 bis 200 Millionen Jahre. Dinosaurier relativ gesehen kurz davor, etwa 50 Millionen Jahre davor. Und dann gab es eine lange Zeitspanne, wo es kleinere Organismen gab. Und der bis dato letzte Fund von zellulärem Leben, also von Leben, so wie wir es heute kennen, datiert auf etwa 3,5 Milliarden Jahre vor unserer Zeit. Und da wir wissen, die Erdkruste selber hat sich etwa 4 Milliarden Jahre vor unserer Zeit gebildet, haben wir also dieses Zeitfenster von 500 Millionen Jahren, wo wir wissen, irgendwie ist hier Leben entstanden, irgendwie ist Leben auf die Erde gekommen. Und das ist vor allem für Chemiker super spannend, weil genau in diesem Zeitfenster eben dieser Wandel von einfachen Molekülen unter unterschiedlichen Bedingungen, ja, UV-Strahlung, Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit und so weiter, einfache Moleküle sich zu immer komplexeren Systemen entwickelt haben. Also der Übergang von einfacher Materie zu Leben. Und in meiner Doktorarbeit ging es prinzipiell um vor allem eher das Ende dieses Zeitfensters. Und die Überlegung war, wie könnte so eine erste Zelle überhaupt ausgesehen haben. Und die Zelle an sich heute ist natürlich super komplex, die nachzustellen. Da gibt es einfach so viele tausende Dinge, die da miteinander interagieren. Das ist letztendlich das Ergebnis von Millionen von Jahren von Optimierung. Aber was wir uns überlegt haben, können wir das runterbrechen? Können wir das simpler machen zu einer Art Protozelle oder auch Minimalzelle? Und diese Zelle sollte aber dann trotzdem, obwohl sie so simpel ist, noch bestimmte Eigenschaften haben. Eigenschaften, die ihr erlaubt, sich gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Und Eigenschaften, die auch unsere heutigen Organismen haben. Und aus naturwissenschaftlicher Sicht gibt es da vor allem drei Punkte. Zum einen sollte so eine Protozelle die Replikation haben, ja, also genetisches Material, die letztendlich die Identität des Organismus, in unserem Fall ist es die DNA, die eben kopiert wird und da die Nachkommen weitergegeben wird.
potenziell können da auch Fehler passieren bei dem Kopiervorgang, Mutationen entstehen und letztendlich dann auch Evolution. Also der Replikation ist relativ klar. Metabolismus wird dann oft unterschätzt, also Metabolismus oder Stoffwechsel, wie man auch sagen kann, weil das Leben an sich physikalisch gesehen nicht stabil ist. Jetzt kann man sich damit verdeutlichen, dass wir Menschen und auch Tiere essen müssen, um zu überleben. Und das liegt einfach daran, dass viele Prozesse, die wir mit dem Leben assoziieren, sei es jetzt Wachstum, Bewegung, Heilung oder auch Zellteilung allgemein, es braucht Energie. Und deswegen bräuchten wir ein System oder eine Protozelle müsste ein System haben, wo Energie zugeführt wird, diese Energie umgewandelt wird in Funktion und dann gegebenenfalls Abbauprodukte eben abtransportiert werden. Und ein dritter Punkt, den eine Protozelle haben müsste und die jeder Organismus heute auch hat, das sind Kompartimente. Also irgendeine Art Gefäß, wo wir diese Replikation und diesen Metabolismus einschleusen. Im heutigen Fall in der Zelle haben wir die Zellmembran, die wiederum das innere Zellplasma vor äußeren Einflüssen schützt. Das heißt, ein Ziel dieser Doktorarbeit war, können wir so eine vereinfachte Zelle erschaffen, die alle diese drei Eigenschaften hat. Also ein Kompartiment, das metabolisch aktiv ist und potenziell eben auch sich replizieren kann. Und wenn es das gelingt, so eine Protozelle zu machen, dann können wir weiter studieren, welche Bedingungen nötig sind, dass das quasi sich evolviert. Und die Kompartimente in diesem Fall, in meiner Doktorarbeit, habe ich mich für Coadservat-Tropfen entschieden. Das sind kleine Wassertropfen aus RNA und Proteinen. RNA, wissen vielleicht einige, ist eine Art von genetischem Material. Kann man sich als langen Strang von negativen Ladungen vorstellen. Proteine wiederum sind lange Ketten aus Aminosäuren, die wiederum positiv geladen sind. Und jetzt wissen wir aus der Physik, Minus und Plus ziehen sich an. Das heißt, diese Moleküle können quasi aufeinander zukommen und diese Tropfen bilden. Jetzt habe ich aber die Versuchsbedingungen hier so gewählt, dass das noch nicht passiert. Und erst wenn ich einen sogenannten chemischen Treibstoff hinzugebe, also eine Art Energie, die Proteine konsumieren, und erst in diesem energiereichen Zustand würden quasi RNA und Proteine sich verbinden zu diesen sogenannten Coadservat-Tropfen. Diesen dreidimensional Art Kugeln, also wenn man da mit dem Mikroskop ein Foto macht, sieht es dann eben so aus wie Kreisflächen. Und dann war die Idee, wenn die Energie konsumiert wurde und das Protein die Energie verliert, irgendwann würden die beiden Moleküle wieder getrennte Wege gehen. Die Tropfen würden sich auflösen. Also ein bisschen so wie Essig und Öl, wo wir zwei Flüssigkeiten haben, die sich nicht mischen. Nur, dass eben in dem Fall die Tropfen sich wieder auflösen würden, sobald diese Energie, die wir zugeben, verbraucht ist. Die Tropfen hier sind an sich sehr klein, also Mikrometer groß. Das ist etwa 1000-mal kleiner als die Breite eines menschlichen Haares. Dann hätten wir hier ein System, wo wir Kompartimente haben, die wichtige, relevante, biologisch relevante Moleküle quasi beinhalten, wie RNA und Proteine, und die eben metabolisch aktiv sind, weil wir brauchen Energie, um das Ganze zu erhalten. Und die Frage war, mit diesen zwei Eigenschaften, also Stoffwechsel und Kompartimente, was für Funktionen können wir daraus, welche Funktionen entwickeln sich daraus? Und deswegen haben wir die Tropfen dann quasi beobachtet in so einem Experiment und wollten halt schauen, wie sieht so ein Lebenszyklus eines Tropfens aus oder von mehreren Tropfen. Genau, und dann geben wir diesen Treibstoff hinzu und nach einer Minute oder so bilden sich diese Tropfen. Die bewegen sich sehr schnell, weil sie sehr klein sind. Die wachsen auch beständig und dann hin und wieder können die auch aufeinandertreffen. Und dann kollidieren die und dann können die fusionieren zu einem noch größeren Tropfen. Und ja, die leben vor sich hin. Das ist ein sehr simples Modell. Nur kommen wir dann irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo eben dieser Treibstoff nicht mehr da ist oder wo er knapp wird. Und dann haben wir ja gesagt, das Protein selber verliert an Energie, will nicht mehr bei der RNA sein und die Moleküle würden wieder aus dem Tropfen gehen. Die Frage war hier, wie würden die Tropfen sich auflösen? Wir hätten erwartet, dass die Tropfen einfach schrumpfen und irgendwann nicht mehr da sind. Was wir aber beobachtet haben, ist, dass das nicht passiert, sondern dass sich die Tropfen von innen heraus auflösen. Also dass die Moleküle innen drin zuerst aus dem Tropfen gehen und sogenannte Vakuolen bilden, wie man, glaube ich, hier gleich sehen wird. Genau, in dem Moment gehen die Moleküle aus dem Inneren des Tropfens, hinterlassen so eine Ringstruktur
Und dann, wenn wir weitergehen in der Zeit, so eine Ringstruktur. Und dann, wenn wir weitergehen in der Zeit, man sieht das überall, und das, man sieht, wie die Tropfen in mehrere Fragmente zerbrechen, in Dutzend kleine Fragmente. Auch hier, der Tropfen zerbricht in viele kleine Fragmente. Und dann diese Fragmente, die dann hier entstehen, auch noch für eine längere Zeit quasi überleben können, haben wir als eine Art sehr simple, ja, Replikation gesehen, sehr Selbstheilung, ja, wo der Tropfen quasi auf dem Sterbebett noch sich in Dutzende kleine Fragmente zerteilt. Das heißt, wir haben ein System, wo Tropfen entstehen, weil wir einen chemischen Treibstoff hinzugeben. Dieser Treibstoff wird konsumiert und sobald er aufgebraucht ist, lösen sich diese Tropfen auf. Und auf dem Weg dorthin können wir eben diese, ja, Eigenschaften sehen, wie Vakuolbildung oder, ja, diese asymmetrische Selbstheilung, nennen wir es mal. Das heißt, hier haben wir Kompartimente, die wichtige Moleküle beinhalten, wie eben RNA und Proteine. Und die Kompartimente sind metabolisch aktiv, weil sie Energie brauchen, um sich selbst zu erhalten. Ja, sie zeigen Wachstum, Bewegung und so weiter. Und sie zeigen sogar eine sehr simple Form von eben Selbstheilung. Teile davon konnten wir dann erst letztens publizieren. Und ich möchte noch anmerken, dass diese Art der Forschung auch interessant ist für unsere heutigen Zellen. Wir haben halt festgestellt, dass auch wir Menschen in unseren heutigen Zellen diese Art von Tropfen aus RNA und Protein haben. Und man hat festgestellt, dass wenn diese Tropfen sich zum Beispiel nicht dynamisch auflösen oder zu bestimmten Zeitpunkten verharren, dass das zu schweren Krankheiten führen kann. Das heißt, auch unter dem Aspekt ist es wichtig, dass wir da mehr verstehen. Genau. Dann noch, um zu zeigen, wie relevant und wie nah wir an der Entstehung des Lebens sind, sieht man dann, wenn man sich einzelne Tropfen dann anschaut. Okay. Ja, dann noch kurz was über mich. Meine Eltern kommen aus Polen. Ich selber bin in München geboren, hier zur Schule gegangen. Oberstufe fand ich Chemie immer super, deswegen habe ich es dann auch studiert. Der Auslandsaufenthalte Italien und Schweden. Und generell mein Studienmotto war, sich mehr Zeit zu lassen und es ein bisschen mehr zu genießen. Sprich, vor allem die Jüngeren kann ich nur empfehlen, das in irgendeiner Weise zu realisieren. Und genau, dann mein Doktor mache ich seit etwa 2 Jahren. Wie bin ich dazu gekommen? An sich, in meinem Chemiestudium habe ich viel organische Synthese gemacht. Das ist eine Art Kochen mit Chemikalien. Und ich wollte ein bisschen was Interdisziplinäres machen. Und das Feld der supermolekularen Chemie hat mir da gut gefallen, weil es da unter das Studium der Interaktion zwischen Molekülen geht. Und deswegen da auch viel Physik und auch Biologie mitspielt. Da habe ich damals eine Ausschreibung gesehen von meinem Professor. Und da ging es eben um die Fragestellung, okay, Entstehung des Lebens und so weiter. Fand ich an sich schon faszinierend von der Fragestellung her. Und natürlich auch ein super interdisziplinäres Feld. Also wir haben vom Astrophysiker über einen Geologen oder auch Vulkanologen, wie wir gesehen haben, und zum Biochemiker, da ist alles dabei. Ja, und jeder versucht so seinen Teil der Fragestellung quasi beizutragen, einen Beitrag zu leisten, um diese Fragestellung zu beantworten. Dann noch kurz, wie ich meine Experimente mache. An sich arbeite ich an vielen Instrumenten, aber das Video zum Beispiel habe ich an so einem Instrument geschossen. Das ist ein sogenanntes Konfokalfluoreszenzmikroskop, wo wir hier die Probe einspannen. Das sieht man hier. Also man sieht, dass man arbeitet mit sehr kleinen Volumina. Dann tue ich da meine RNA- und Proteinlösung rein, das alles in Wasser und dann meinen flüssigen chemischen Treibstoff. Und dann bilden sich diese Tropfen und die brechen quasi das Licht und deswegen hat es dann den Eindruck, als ob es so milchig wird. Und das kann man dann beobachten, indem man da eben so einen Laser durchschießt, der eine spezielle Spektralfarbe des Lichts hat. Und dann anhand der Lichtbrechungen kann man das dann am Monitor auflösen, wie groß die Tropfen sind, wie viele es sind, welche Form es hat. Okay. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Gruppe bedanken, wo ich jetzt seit über 2 Jahren bin. Haben auch einige Leute auch mir bei diesem speziellen Projekt geholfen, ohne die ich es sicher nicht geschafft hätte. Und ja, wen es interessiert, bei Open Lab googeln einfach. Und ja, zum Schluss quasi wollte ich vielleicht zeigen, wie es wahrscheinlich vor 3 Milliarden Jahren ausgesehen hat, als das Essen knapp wurde. Okay, danke. Thank you.
Ja, vielen Dank für den Vortrag und ein sehr guter Lacher hier noch am Schluss. Wir haben gerade den Hinweis auf YouTube bekommen, zufällig gefunden und extrem interessant. Das freut uns natürlich und am besten gleich abonnieren, weil solche Vorträge werden in nächster Zeit öfter kommen und die will man natürlich auch in Zukunft nicht verpassen. Erstmal herzlichen Dank nochmal, Carsten. Und ich würde gerne die Möglichkeit jetzt an alle wieder hier geben, Fragen zu stellen. Also sowohl hier in Google Meets als auch gerne über den Chat auf YouTube. Ich sehe, Claire Stark hat ihre Hand gehoben. Bitte. Ja, also erstmal danke für den Vortrag. Das ist für mich als Chemikerin auch ein ganz, ganz angenehmes Thema. Ich habe im Prinzip zwei Fragen. Also meine erste Frage ist, wieso trennen sich die RNA und die Proteine, wenn der Treibstoff nicht da ist? Also werden da die Ladungen geändert oder woran liegt das? Ja, genau. Also ich habe es ja sehr simpel dargestellt, aber der Trick war quasi hier auch negative Ladungen zu installieren und dementsprechend ist da die Anziehung nicht so groß und mit diesem chemischen Treibstoff werden die negativen Ladungen letztendlich eliminiert und dadurch steigt die Anziehung dann. Ja, alles klar. Und sind die dann irgendwie geschichtet, dass irgendwie die RNA innen ist und außen die Proteine? Weil es wäre doch eigentlich cleverer, wenn jetzt das Erbgut quasi innen ist, dass es geschützt ist. Ja, nee, das ist relativ durchmischt. Das ist ein sehr, sehr simples Modell. Also jetzt hier in dem Ding, also die Helligkeit zeigt an, wie viel RNA wir da drin haben. Also die Proteine sieht man hier eigentlich gar nicht in dem Ding, aber das ist relativ durchmischt. Ja. Die RNA ist deutlich länger in dem Fall sogar als die Proteine, aber ja, das ist nicht geschichtet. Alles klar, danke. Bitte, bitte. Dann schaue ich einmal hier wieder in den Chat. Die eine Frage, seit wann wird im Labor an den Parametern zur Entstehung des Lebens schon geforscht? Seit wann? Ja, gut, da hat Christine ja schon Christine ein gutes Experiment vorhin gezeigt. Also wenn ich jetzt raten müsste, wäre das wahrscheinlich seit den 50ern oder 40ern. Aber ja, nee, wahrscheinlich Entstehung des Lebens, ja, nee, wahrscheinlich sogar früher. Weil tatsächlich diese Quarzivat-Topfen, die sind seit gut 100 Jahren bekannt. Und auch schon, wann war das? Ich glaube, in den 1930er Jahren wurden diese Art von Tropfen zum ersten Mal postuliert als potenzielle erste Zellen. Also schon eine ganze Weile. Das klingt so, ja. Super. Und jetzt haben wir hier noch eine weitere Frage. Finden die Experimente dann immer unter sauren Bedingungen statt, weil Proteine doch nur im sauren in positiver Form vorliegen? Oder täusche ich mich da? Ja, also leicht sauer. Also hier in meinem Fall ist es in leicht saurer Bedingung, also bei pH für zwischen pH 5 und pH 6, wenn man es genau nehmen will. Super, vielen Dank. Und Philipp hat nochmal die Hand gehoben. Bitte schön. Ja, hallo Carsten, auch an dich vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte noch eine methodische Frage, die also sowohl an dich als auch an Christina gerichtet. Ihr habt jetzt beide gezeigt, dass ihr für eure Forschungen Experimente durchführt, mit denen ihr natürlich versucht, möglichst genau das oder die Realität abzubilden. Nichtsdestotrotz denke ich, schafft man das nur begrenzt oder es gibt halt Vereinfachungen oder einfach Dinge, die halt in der Realität oder die man nicht so gut abbilden kann. Jetzt wollte ich mal fragen, welche sind das bei euch und was hat das für Auswirkungen auf eure Ergebnisse? Ja, ich mache jetzt mal, dann kann Christine vielleicht antworten. Ja, also klar, also bei mir, die Vereinfachung ist in dem Fall ja auch schon ein bisschen, dass wir auch schon davon ausgehen, okay, wir haben RNA und wir haben Proteine. Ja, das kann man könnte ja auch sagen, ja, woher haben sich denn diese Moleküle gebildet? Aber
Bei der Art von Forschung geht es mehr darum, diese Funktionsweisen zu verstehen. Also dass man halt sagt, okay, man bricht das herunter auf die wesentlichen Elemente ohne den ganzen Schnickschnack. Eine Zelle hat tausende von Proteinen, die kleinsten Zellen, die wir kennen, die kleinsten, simpelsten Dinger. Und hier haben wir eigentlich nur zwei Molekülklassen im System. Und es geht darum, wirklich die simpelsten Vorgänge zu verstehen. Okay, wenn wir einen Metabolismus haben mit Kompartimenten und so weiter und dann das kann potenziell replizieren, was braucht es eigentlich, damit sich das entwickelt? Weil das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, also das, was ich vorhin hier gezeigt habe, dieses Zeitfenster, das kann heute niemand beantworten, wie das passiert ist, der Übergang von einfacher Materie zu Leben. Und es ist, bis heute kann auch niemand wirklich beantworten, was ist die Triebfeder davon? Ja, also eigentlich ist das ja alles energetisch ungünstig, quasi. Man könnte sagen, es gibt diesen physikalischen Begriff der Entropie, also das an sich will das Universum ja eher Chaos stiften. Und Leben ist ja eigentlich auf molekularer Ebene genau das Gegenteil. Also je komplexer es wird und je geordneter es passiert, desto eher kommen wir quasi zu Leben. Und das eigentlich sehr super spannend und das kann halt niemand beantworten. Was ist die Triebfeder zu Leben und wie konnte sich, oder die Fragestellung ist auch, würde das nochmal passieren? Ja, also wenn du wieder hier startest mit den Molekülen, würde das alles genauso gleich wieder passieren? Ist das einfach eine Konsequenz? Muss das passieren? Oder hätte das auch einfach einen anderen Weg gehen können? Und das sind halt alles Fragen, die wir anhand von, je nachdem, wo du halt, welche Zeitspanne du dir anschaust, welche du dir anstellst, das versuchen wir halt zu beantworten. Ja, sobald wir so eine Protozelle haben, können wir halt verschiedene Hypothesen dann auch testen. Also hätte ich es beantwortet. Ich weiß nicht, was Christina? Also wie ich das verstehe, würdest du sagen, Experimente sind ja immer nur eine Annäherung an die Natur und darum, wenn ich könnte, wie ich wollte, was würde ich alles ändern? Also, weil es wurde ja schon gefragt, zum Beispiel gerade nach der Temperatur. Ja, ich arbeite bei Raumtemperatur, dann beispielsweise, womit lege ich Druck an? Ich lege Druck momentan noch mit Argongas an. Also das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen müsste, na, das ist nicht ganz naturgetreu. Die Größe ist natürlich nicht naturgetreu, auch die Atmosphärenzusammensetzungen. Ich bin darauf angewiesen, dass ich irgendwie von anderen Wissenschaftlern, die auf Modellierungen, auf den wirklichen Gesteinsrückschlüssen, also mir wirklich sagen können, was war wahrscheinlich die Uratmosphäre, da ist noch viel zu erforschen. Also ich muss mich immer darauf verlassen, was sind die Grundbedingungen einmal natürlich, wie weit kann ich mich denen annähern, wie beispielsweise mit der Atmosphäre, die ich in meinem Tank habe, so dass ich sage, ich habe erstmal nur N2 und CO2 getestet, aber das ist natürlich keine repräsentative Atmosphäre, das ist nur ein Modell, das ist nur eine Annäherung und was passiert vielleicht schon da drin. Aber ja, also wenn ich machen könnte, was ich wollte, also wenn das alles gehen würde, dann hätte ich aber wahrscheinlich so viele Parameter, dass ich nicht mehr wissen würde, was hat jetzt was bewirkt. Ja, ich glaube tatsächlich, wir können das Ziel, glaube ich, nur konzeptionell erreichen. Wir werden nie sagen können, so ist es passiert, weil wir waren nicht da. Aber wir können konzeptionell zeigen oder verstehen, wie man eben diesen Übergang schaffen könnte. Super, vielen Dank. Und jetzt sehe ich noch eine gehobene Hand. Nepomuk Dilica, bitte. Ja, hallo. Also ich habe noch die Frage, ob man jetzt diese beiden Arbeiten jetzt ein Stück weit miteinander verknüpfen kann. Ich bin selber nicht aus der Materie, aber meine Idee ist es, Sie haben ja immer einen Treibstoff, einen molekularen Treibstoff der Energie, reich ist, in Ihrem Projekt verwendet. Würde da jetzt der Strom bzw. die Ladungen aus den Vulkanen reichen, um eben diese Tröpfchen auch herzustellen? Ich meine, es waren jetzt nicht viele Proteine, was ich da gesehen habe. Ich glaube nur Alpha- und Beta-Alanin in diesen Eruptionen. Aber könnte man quasi aus diesen Eruptionen jetzt diese Tröpfchen herstellen? Mm.
Fried, also ich glaube, das Problem hier ist die Selektivität. Also in dem Fall ist der chemische Treibstoff, wenn ich den zugebe, dann weiß ich auf molekularer Ebene genau, was er macht und was er nicht macht, weil ich als Chemiker weiß, mit welchen Teilen die Moleküle miteinander reagieren. Bei einem Blitz stelle ich mir das alles sehr ungerichtet vor. Also prinzipiell wahllos kriegen irgendwelche Moleküle, Atome, irgendwelche Energien und können irgendwelche lustigen Sachen machen. Vor allem bei einem Blitz könnte ich mir vorstellen, dass die Energie fast ein bisschen too much ist. Und keine Ahnung, so ein Blitz kann mit dir die RNA eher zerschießen, als dass die beiden so zusammenkommen. Nur so als jetzt mein spontaner Gedanke, aber vielleicht. Okay, danke. Vielen Dank. Dann haben wir noch mal eine bisschen philosophischere Frage von dem gleichen Nutzer wie vorher. Wenn die Erklärung und Vorführung von euch stimmen, müsste doch jede Sekunde überall Leben entstehen und nicht nur eine Zelle und danach nur Milliarden von Jahren Evolution. Warum gab es nur eine Entstehung des Lebens? Ich würde nicht sagen, dass es die nicht gibt oder dass es die nicht gab, aber sehen wir sehr wenig. Also diese Tropfen oder so, die würde man ja nicht sehen, nur zum Beispiel, ja, wenn man nicht danach sucht. Aber vergessen wir wirklich nicht, dass das wirklich eine wahnsinnig große Zeit hier ist. Ne? Und das alles, das ist das Komische, dass alles Leben, was wir jetzt sehen, also egal, ob es jetzt irgendwo auf einem Feld ist oder jetzt irgendwie in einem Glas, wenn wir da Leben finden, dann nur, weil das Leben schon vorher drin war. Ja, also das hat sich ja, wenn da ein Bakterium drin war, dann kam das von irgendwo her, ja, von einem anderen vorigen Bakterium und so weiter. Das ist so dieses Problem, was war vorher da, die Henne oder das Ei. Deswegen schwierig, aber zu irgendeinem Zeitpunkt muss es passiert sein. In irgendeinem Zeitpunkt muss es das erste Mal passieren. Also das zumindest, wie ich da die Richtung denke. Aber warum? Ich denke nicht, dass das jemand beantworten kann. Es gibt gleich noch die Folgefrage mit einem weiteren Kommentar, die ich einfach auch einmal weitergebe. Der Wassereimer entstand, weil ich Wasser transportieren wollte, heißt aber noch lange nicht, dass mich der Eimer sehen kann. Darum kommt man hier mit der Forschung, bei der Forschung nicht weiter. Ist der Ansatz falsch? Nochmal, ich transportiere was mit dem Eimer, ich verschütte es und sehe den Eimer nicht. Nein, also der Wassereimer entstand, weil ich Wasser transportieren wollte. Heißt aber noch lange nicht, dass mich der Eimer sehen kann. Darum kommt man hier bei der Forschung nicht weiter. Ist dieser Ansatz falsch? Ich glaube, wir driften sehr ins Philosophische ab. Puh, ja. Bin ich im Moment ein bisschen überfragt. Dann lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Ich würde jetzt auch gerne noch mal explizit auch Fragen für Christina noch mal ermöglichen. Carsten, ich würde hier gerne die Runde weiter eröffnen, falls es hier noch Fragen gibt. Hier ist noch eine Frage. Warum geht man davon aus, dass Protozellen von Protein- oder RNA-Membranen umgeben sind und nicht etwa von Lipidenschichten wie moderne Zellen? Ist die Frage wirklich an mich? Nein, die Frage ist, denke ich, an Carsten. Er nickt auch schon, als wäre er, würde er sich angesprochen fühlen. Ja, also wie gesagt, also das ist ja kein Entweder-Oder, das ist ja ein Prozess. Aber auch diese Lipidmembranen müssen ja auch irgendwann vorher entstanden sein. Ja, und es ist die Frage, war das wirklich das Erste oder gab es schon vorher in irgendeiner Form Orte,
wo sich bestimmte Moleküle gefunden haben, aufkonzentriert haben, bestimmte Sachen gemacht haben und dann vielleicht wieder aufgelöst haben und so weiter. Also ich glaube, da muss man nicht so starr in, es muss wie so eine Zelle wirklich ausgesehen haben, das allererste, und davor war nichts, sondern ich glaube, es war eher so ein fließender, langer Übergang. So. Super, vielen Dank. Dann schaue ich jetzt gerade noch einmal hier im Meeting, sehe ich aber gerade auch keine Hände mehr. Dann will ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen an Christina und Carsten, aber auch an Karl Wienand für die ganze Koordination, Unterstützung, dass das möglich gemacht wurde von euch. Und an der Stelle auch an alle Junioren vom Freundes- und Förderkreis, die involviert waren in der Planung. Und ich freue mich schon auf die weiteren Male, auch wenn wir noch keinen festen Termin für die nächsten Male terminiert haben. Aber haltet bitte und halten Sie die Augen offen. Es wird weitere Formate in dieser Form geben. Jetzt will ich noch kurz Eigenwerbung machen. Einmal freuen wir uns, wie gesagt, auf YouTube natürlich sehr auf ein Abonnement oder auch auf ein Like. Und wir suchen aber gleichzeitig als Freundeskreis immer neue Mitglieder. Und das geht inzwischen ganz einfach online unter mitglied.ffk-dm.de oder sogar mit QR-Code, den man hier mit dem Handy zum Beispiel einfach scannen kann. Wer Interesse hat, würden wir uns sehr freuen. Und ja, dann gerade auch an die Leute auf YouTube, dann bekommt man sofort die Einladung für diese Events. Und ich glaube, es ist eine super Sache, weil das auch solche Sachen überhaupt erst ermöglicht. Und dann hier auch nochmal verschiedene Internetseiten, wenn Sie Fragen oder noch weitere Informationen brauchen. An dieser Stelle würde ich sagen, ganz herzlichen Dank an alle nochmal. Ich wünsche einen schönen Abend. Ich gebe noch ein paar Kommentare aus YouTube wieder. Super interessante Vorträge, gerne mehr davon. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dabei gewesen zu sein. Und Gratulation zu dem Format, wirklich perfekt. So viel als kurze Rückmeldung. Schon mal vielen Dank an die freundlichen Kommentare auf YouTube. Und damit sage ich schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Ciao.